was ist eigentlich dieses Bestellerprinzip? Du willst eine Wohnung mieten. Das bedeutet Miete, Nebenkosten, Kaution. Ganz schön viel Geld auf einmal. Aber wenn du auch noch den Immobilienmakler des Vermieters bezahlen musst, weil der dir die Wohnung nicht selbst zeigt, wird's richtig teuer. Moment. Der Vermieter beauftragt einen Makler, aber du sollst ihn bezahlen, sonst kriegst du die Wohnung nicht? Manche finden, das sei irgendwie, als dürfte man sich einen Bademantel nur ausleihen, wenn man ihn sich auch zubinden lässt. Gegen Geld. Oder als würde man sich ein Surfbrett ausleihen, es aber nur dann bekommen, wenn es jemand gegen Bezahlung ins Wasser legen darf. Oder als würde man beim Fahrradausleihen jemandem ein Honorar schulden, der den Ständer hochklappt. Klingt komisch? Ist es auch. Ab dem 1. Juni gilt das Bestellerprinzip. Und das bedeutet, wer einen Makler bestellt, muss ihn ab dann auch bezahlen. Und du bindest dir den Bademantel künftig einfach selbst zu. Explanidio. Kompliziertes, einfach anders.